Ja, hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Lego Star Wars, die komplette Saga. Das letzte Mal sind wir vom Todesstern geflohen und werden ihn dieses Mal zerstören. Aber nicht so wie in Star Wars Infinity, sondern tatsächlich mal erfolgreich. Oh, was nehmen wir? Darth Vader's TIE Fighter oder... Nee, oh, nehmen wir TIE Bomber. Ich will einen TIE Bomber fliegen. Ich habe hier dieses extra... Ach, ja, diese Grützensteuerung hier wieder. Ich habe das extra, Gott, wie heißt das? Mit dem Traktorstrahl drin. Fahren jetzt erstmal hier ein paar Protonentorpedos. Das ist ja der Vorteil vom TIE Bomber, da kannst du ja fünf aufnehmen. Ja, ich habe das extra Traktorstrahl drin, weil ich mich nicht entsinnen kann. Ja, wie gut. Aber gut, ich muss schon zugeben, das ist ein bisschen billig, nee. Oder? Doch, einmal nehmen wir einen Traktorstrahl mit. Ist ja nicht das letzte Fluglevel, das wir spielen. Einmal nehmen wir ihn mit. Und spielen den Rest ohne. Weil das ist jetzt echt schon ziemlich hart, finde ich. So. Entschuldigung, musste gerade nur mal kurz das Mikrofon etwas zu mir drehen. Das war schon wieder ewig weit weg. Ich weiß nicht, wieso ich das so weit weggestellt habe. Ah, ich habe mich vorhin komisch hingesetzt. Mit dem Knie. Also hatte das Bein auf dem Stuhl. Hatte ich das weiter weggeschoben. Genau. Ach ja. Ja, ich hatte gerade irgendwie so spontan Bock auf eine spontane Runde. Nicht League of Legends. Also gut, hatte ich auch gerade gehabt. Hatte zwei Runden LOL, obwohl ich eigentlich schlafen wollte. Sehr gut. Ja, hab zwei Runden LOL gespielt, obwohl ich eigentlich schlafen wollte. Und irgendwie hatte ich gerade nach den zwei erfolgreichen Runden richtig Bock auf Lego Star Wars. Ich wollte eigentlich schon heute Mittag aufnehmen. Aber als ich dann das Mikrofon angemacht habe, ist mir spontan irgendwie die Lust vergangen. Ich weiß nicht wieso. Dachte mir so, ja gut, dann kannst du jetzt mittags mal aufnehmen. So, wenn sich gerade die Gelegenheit bietet, weil Ruhe ist, dich keiner stören kann. Ja, und irgendwie, kaum hatte ich das Mikrofon an und OBS gestartet, hatte ich irgendwie keinen Bock. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen, weil dann hätte ich heute Mittag schon hier den Todesstern aufnehmen können. Und, Hot hinter mich bringen können. Ja, das ist ja das Schiff mit der vernünftigsten Steuerung. Wo ist denn der Snowspeeder? Ja. So. Ich habe den abschleppbaren Todesstern drin. Auf dem Todesstern. Ist irgendwie ganz putzig, wie der da hinter einem so herkullert, finde ich. Weiß gerade echt nicht. Weiß echt nicht, was man hier machen muss. Das war schon damals mein großes Problem. Ja, wie gut. Wo haben wir denn jetzt? Ja. Weil der Vulture, oder? Ja, Vulture-Druide, der steuert sich immer noch mit am feinsten.
Da ist doch irgendwo wieder so eine komische Satellitenstation. Kannst mir nicht erzählen. Ja, hier vorne. So, dann können wir auch gleich mal gucken. Ah, hier Taipan. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch wieder, wofür wir den Todesstern brauchten. Au. Wäre dann auch, ja, das wäre dann tatsächlich auch das letzte Minikit. Boah, da hatte ich früher immer so übel hart Probleme, das zu kriegen. Jetzt hoffe ich mal, dass es hierfür gedacht ist. Also, dass der Todesstern für hier hinten gedacht ist. Ja. Gut, weil sonst hätte ich echt Probleme gehabt. So. Erstmal mit dem Potrenner hier durch die Gegend fliegen. Aber irgendwie habe ich gerade auch spontan Bock auf Star Wars Empire at War. Ich glaube, da werde ich auch mal ein paar kleine Runden laufen. Sehr schön. Scheiße. Ja, tut mir leid, dass ich gerade etwas ruhig bin. Bin halt deswegen so ruhig, weil... Oh, die haben ja auch eine schöne Steuerung. Und deswegen so ruhig, weil ich gerade etwas konzentriert bin, hier nicht drauf zu gehen. Und konzentriert darauf bin, die Minikit zu finden. Weil ich hatte früher immer üble Probleme, seine Minikit hier zu kriegen. Ich glaube, das war das mit den grünen Plattformen. Ich glaube, das war früher auch schwieriger. Ich weiß es nicht mehr. Aber ohne Korb habe ich das früher immer nie hingekriegt. Und noch eins. Und haben wir hier vorne auch irgendwo? Ja, da haben wir eins. Sehr schön. Upsala. Komm her. Upsala. Und zerstört. So, nehmen wir noch einen mit, weil es schön ist. Und ab in den nächsten Bereich. Okay, das beunruhigt mich gerade etwas, weil ich habe den Powerstein-Detektor an. Und sehe immer noch keinen grünen Teil vom Powerstein. Das finde ich sehr beunruhigend gerade. Ach, oder war der nicht im Äquatorgraben einfach nur hinten rum? Dass man direkt im... Nee. Direkt am Anfang umdrehen geht ja auch nicht. Weil wenn du direkt am Anfang umdrehst, kommst du ja wieder hierher zurück. Also zumindest ins Gebiet vorher. Ich weiß gar nicht, ob das hier das Gebiet vorm Äquatorgraben ist oder ob da noch eins kommt. Ich blick hier beim Todesstern echt nie durch. Ja, ich glaube, der trifft mich. Doch, der trifft. Wie gut. So, wo haben wir der? Da haben wir nochmal Torpedos. Nee, sieht noch nicht aus wie der Äquatorraum. Das ist gut. Dann
haben wir vielleicht noch eine Chance, dass wir... Oh doch, das ist schon der Äquatorgraben. Ah, oh, da ist der grüne Pfeil. So, erstmal mit dem Podracer hier durchfliegen. Ah ja, das war doch so behindert verstecktes Ding, genau. Bin ich auch früher schon immer dran gescheitert. So, richtig Stil echt hier nochmal mit Millennium Falcon den Todesstern zerstören. Scheiße. Wir müssen nochmal zurück. Ich habe nämlich vergessen, dass wir hier hinten ja noch einen Proton-Torpedo brauchen. Oh. Da haben wir einen. Das ist eine sehr kurze Folge. Stil echt mit einem Podracer zerstört. Doppelte Punktzahl. Jetzt haben wir sie auch mal. Steine gesamt. Das Minikit. Darth Vaders TIE Fighter. Habe ich auch als Minikit. ...109 von 160 goldenen Steinen. Ja, und wir sind bei knapp 12 Minuten. Das ist sehr kurz. Obwohl, ich glaube, die Folge vorher war auch relativ kurz. Na, dann schneide ich es vielleicht doch zusammen. Mal gucken. Jetzt besorgen wir uns erstmal die doppelte Punktzahl, wenn möglich. Weiß ich gerade nicht. Weil die Punktzahlen waren ja immer ziemlich teuer. Unbesiegbarkeit haben wir ja auch noch nicht. Ach ja. Komm. Also Unbesiegbarkeit ist halt wirklich, dass du keinen Schaden nimmst. Das ist super stumpf. Das hier ist, glaube ich, entweder ein Herzmagnet oder Regeneration. Aber auch irgendwie super stumpf. Deswegen mache ich nicht. Was war denn hier drin nochmal? 2 Spieler Arcade. Okay. Ja, dazu werde ich mir vielleicht mal irgendwo einen zweiten Spieler suchen sollen, müssen. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Ja, hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde LEGO Star Wars, die komplette Saga. Das letzte Mal haben wir eine neue Hoffnung abgeschlossen. Mit dem Fluglevel vom Todesstern. Und wir geben uns direkt ins nächste Fluglevel. Hier auf Hot. Und ich habe gerade gesehen. Ach nee, hier. Genau, hier fehlt uns auch direkt, der wahre Jedi. Ich muss zugeben, es ist etwas länger her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. A, weil ich zwischendrin im Urlaub war. B, weil ich mich nicht drum reiße, Hot aufzunehmen. Oh lol, das war mal direkt Lex zum Anfang. Ja, das Level ist ja sowieso ziemlich kacke, also... Ups, da falscher Knopf. Ah, ne. So. Hiermit komme ich hier erstmal rein. Wat? Oh. Ja, aber da hinten ist ein Minikit. Ich glaube, hier links ist auch ein Minikit, oder? Kann ich da rüber gucken? Ne, scheiße. Upsala. Ich mache hier aber wenigstens mal die doppelte Punktzahl an. Lol. Okay, hier haben wir den. Also. Warum ist der Snowspeeder da? Der Snowspeeder lenkt sich so behindert. So, die doppelte Punktzahl habe ich jetzt an. Damit wir hier den wahren Jedi jetzt schaffen. Na, so. Ah, der Volta-Droide, der ist Pflicht. Da muss sein.
Das ist so ziemlich das einzige Fluggefährt. Das Flugpferd. Kennt man. Das einzige Fluggefährt, das sich vernünftig lenken lässt. Hier ist eine doppelte Punktezone. Ja, also haben wir jetzt hier drin eine vierfache Punktzahl. Ja, da mache ich unsere doppelte Punktzahl aus. Das wäre sonst zu billig. Ich weiß, mache ich auch erst, nachdem ich das halbe Level hier abgeschlossen habe. Ich weiß. Bin ganz gewitzt ab. Ja, ich habe nicht gedacht, wie schnell das dann geht. Aber passiert. Dann müssen wir es wenigstens nicht nochmal spielen. Man muss das Positive sehen. Und das sehe ich als sehr positiv. Obwohl. Nehmen wir einen X-Wing. Ballen hier alles weg. Und dann können wir mit dem Snowspeeder versuchen, hier irgendwie durchzusteigen. Hey! Wenigstens etwas kann ich mit dem Traktorstarter abdenken. Ich hatte eigentlich gehofft, diese Sensordruiden hier zu behindern. Aber, ja. Doch, das funktioniert, oder? Lass mal näher ranfliegen. Funktioniert? Ja. Wichser. So, dann heißt es jetzt schießen. Und schießen und schießen. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, um an ein bisschen Geld ranzukommen. Ich muss beim Snowspeeder bleiben, um die restliche Wand zu zerstören. Ach ja. Wie gesagt, ich hasse dieses Level. Und ich werde es nicht nochmal spielen. Deswegen... Fick dich. So. Oh, komm schon. Ja gut, daneben nicht. So. Oh, ernsthaft, ich muss noch mal. So. Ja, jetzt haben wir es, okay. Nur dafür braucht es. Wirklich. Jetzt ist es geschafft. Dieses Geräusch vom Snowspeeder geht mir auch ziemlich hart auf die Ketten. Und wobei hier noch so ein zweiter behinderter Drüber. Wo bist du, du Schwein? Wenn ich jetzt irgendwo ein Minikit vergesse, ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Okay. Okay, da oben ist ein Minikit drin. Das sieht man natürlich an der Tür. Auch das Kanonenboot das abschleppen? Mussten doch hier ein Kanonenboot-Kavallerie? Ja. Und die Schiffe hier steuern sich auch ganz vernünftig, finde ich. So. Na, komm schon. Geh auf. Oder hier der Tri-Druid. Tri-Fighter ist der. Genau. Ah, halt. Snowspeeder.
find's so cool mit dem Todesstern abschleppen hier. Das ist echt irgendwie witzig. Muss ich hier in der Ecke? Nee. Nicht, dass es wieder wie beim Todesstern ist, wo hinten in der Ecke das Minikit hängt. Nee, der Powerstein. Hat sich das... Ja, das Kanonenboot hat sich, glaube ich, auch so behindert gelenkt. Scheiße. Und auf ein neues. Nehme ich den Todesstern eigentlich mit in den nächsten Abschnitt? Ja, tue ich. Ich bin zwar gestorben, aber für einen guten Zweck. Hey, nicht mal der Millennium-Felge. Millennium-Felge. Man kennt sie. Nicht mal der lenkt sich so beschissen wie der Snowspeeder. Das will was heißen. Das Ding ist größer und klobiger. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Minikit übersehen. Ich raste aus, Leute. Ich raste aus. Upsala. Ja, die Podrenner sind schnell. Ah, das hier finde ich übel witzig mit dem Traktorstrahl. Okay. Das Kanonenboot lenkt sich nicht so kernbehindert. Wie das Nose wieder. Oh, was? Da muss ich ernsthaft auch noch eine Bombe gegen kloppen. Ich befürchte, ich sehe schon kommen, dass ich mal wieder draufgehe. Mal wieder die Minikits nicht kriege. Oh komm schon, ernsthaft. Das habe ich nicht gekriegt. Oh, das ist traurig. Das Blöde ist, der nächste Abschnitt ist, glaube ich, direkt der letzte. Was halt schlecht wäre. Weil ich glaube, da kommt man nicht raus. Um nochmal raus zu können und Minikits holen. Gott, diese Lücken hier machen mich wahnsinnig. Also ich gehe jetzt da jetzt... Gott, was ist denn heute los mit mir? Ich gehe da jetzt mal rein. Gucke mal. Versuche mein Bestes. Und im Zweifelsfall heißt es, nochmal das Level machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das nochmal mache, gehe ich hier mit Unverwundbarkeit durch. Und was es nicht alles gibt, da hau ich echt alles rein. So, ich bin jetzt einmal außen rum geflogen. Natürlich halt mal wieder das Minikit gesehen. Oder ja, 9 von 10. Ich habe ja so gar keinen Bock darauf, dieses Level nochmal spielen zu müssen. Bin ich da nochmal raus? Nein. Ich bin hier jetzt gefangen.
Gott, ich bin gerade super bedient deswegen. So, nehmen wir den Tri-Fighter. Der hat wenigstens ein angenehmes Feuerverhältnis. So, jetzt kommt ein AT-AT mit rein. Und weiter geht's. Und jetzt kommen zwei AT-ATs. Ja, du Wichser-Druide hier. Meine Fresse, stell ich nicht so an, du Arschloch. Alles klar. AT-ST müde, AT-ST schlafen. Okay, das erheitert mich gerade wirklich. Oh, schade. Was ist jetzt? Darf ich gehen? Nein, darf ich nicht. Ich habe gerade nachgeguckt, wo ich das Minifield übersehen habe. Das war direkt am Anfang. Das Blöde ist, ich komme hier halt echt nicht mehr raus aus dem Abschnitt. Ja, wie beschreibe ich das am besten? Direkt am Anfang vom Ausgang, da war ja auch noch so eine weiße Wand auf der rechten Seite. Stelle ich mir jetzt nicht so an. Da war ja so eine Wand auf der rechten Seite noch. Hinter dieser Wand war ein Punkt. Ich muss zugeben, ich dachte, das ist halt so eine... Ja, ist klar. Das ist irgendwie so ein Punkt, da stand ein Geschütz drauf oder so. Nee, da war das Minikit drin. Das war der Container fürs Minikit. So, jetzt nochmal... Das kann ich jetzt auswählen. Ja. Und damit sind wir durch. Das heißt, ich gehe nochmal ins Spiel rein, selbst... Was? Warum sollte ich denn das auswählen? Ja. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal ins Level rein, zeige, wo es war. Und... Ja. Zeig dann, wie das Ding komplett aussieht. Bis dann. So, und jetzt habe ich auch gesehen, wo das letzte Minikit ist. Das war nämlich hier in der Ecke. Damit haben wir es gesehen. Und gleich sehen wir auch noch, wie es zusammengebaut wird. Und damit wäre das Level erneut geschafft. Wir haben ein paar Steine tatsächlich bekommen. Und den letzten Teil des Minikits. Und beim Spielen gerade nochmal ist mir aufgefallen, den Droiden Tri-Fighter habe ich natürlich auch. Und ein Snowspeeder auch. Geschafft. Es war jetzt tatsächlich nicht einfach zu spielen, weil mir die Unsterblichkeit gefehlt hat. Weil ich mir die noch nicht leisten konnte. Weil die 1 Million Stats kostet. Und es war mir etwas zu blöd, jetzt hier in der Kantina, glaube ich, noch 200.000 Stats zu sammeln. Ja, aber jetzt haben wir es zusammen. Und natürlich, der Vollständigkeit halber, besorgen wir uns die Unsterblichkeit. Unbesiegbarkeit, na so heißt sie. Das hier ist, glaube ich, der schnelle Baum. Das kriegen wir bei der Flucht von der Echo-Basis. So. Hä? Oh, naja, natürlich sollte man die Unbesiegbarkeit noch anmachen.
Jo. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.